Hallo, hier bin ich wieder. Mal sehen, was mir das Voting gebracht hat. Okay. Dasselbe wie gestern. Nee. Was habe ich gestern erhalten? Zwei Prismarinen? Und ein Endstein oder zwei? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal die andere Folge anschauen. Egal. Heute möchte ich meine Schäfchen hier mal weiter züchten. Benötige einiges an Wolle. Übrigens habe ich in der Offline-Zeit mir einiges an Wolle von Kokorun gekauft, von seinem Marktstand. Dazu habe ich mir Kakteen besorgt und auch schon grünen Farbstoff hergestellt. Sobald die Mühle fertig ist, habe ich nämlich vor, eine Göttin oder eine Statue meiner Göttin Meridia aufzustellen. Und dazu brauche ich eben, weil ich keinen Prismarin hier finde oder mir das zu lange dauert, bis ich diese Steine hier bekomme, mache ich das Ganze jetzt dann mit Wolle. So, was wollte ich denn? Ich wollte Zäune mitnehmen für die Mühle. Ein bisschen Cobblestone noch. So. Ach, wisst ihr was? Warte mal, ich brauche ja die Flügel für die Flügel. Was nehme ich denn dafür? Holz. Ach so. Ah ja, ich habe ein bisschen umsortiert, falls ihr das hier seht. Das ist alles ein bisschen neu. Damit ich einfach, weil ich momentan mehr Holz habe. Deswegen, ich glaube, ich muss mal schauen, wie ich es mache. Wo sind meine ganzen Holzbretter? Wo habe ich denn die hin? Meine Stufen. Ja, okay. Probieren wir das mal aus. Halt vorher noch in die Post schauen. Nichts gekommen. Geht es überhaupt? Der Briefkasten. Ach so natürlich nicht, ne? Habe ich jetzt schon eine fallen lassen? Jetzt. Okay, sie scheint zu verschwinden. Ja. Okay, also Post wäre möglich. Wollte ich nur noch mal überprüfen. Und ja. Oh, ich brauche einen Sattel. Hey, habt ihr das gesehen? Da vorne ist ein Skelettpferd. Ah, wie komme ich jetzt hier hoch? Schwimmen, mein Freund. Oh, vorführen, komm. Ich habe da ein Skelettpferd gesehen. Das ist nämlich ultraschnell. In der Regel oder ultra stark. Ah, über den Zaun komme ich nicht. Naja, normalerweise lasse ich die Tür nicht offen, aber ich muss mir einen Sattel schnell holen. Um das Skelettpferd, vielleicht habt ihr gar nicht entdeckt, aber ich habe das hier so aus dem Augenwinkel gesehen. Das steht nämlich da vorne. Hier steht das kaputte Pferd. Keine Ahnung, wie es hierher kommt. Wahrscheinlich. Alter! 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 Boah, leck mich doch am Chabeli, ey. Was war denn das jetzt? Ich hab. Da willst du nichts ahnen, ein bisschen ein Pferdchen holen und so. Meine. F also. Bogen her. Halleluja, Gott sei Dank habe ich das überlebt. 20 Pfeile, ja, ich höre euch schon. Muss schnell mal hier von oben schauen. Junge, was war denn das? Und vor allem, wie schnell war denn der hinter mir? Ich höre euch schon klappern hier, Pfeifenhainer. Ich muss schnell mal hoch auf den Balkon. Ah, da lasse ich lieber mal offen, falls ich flüchten muss. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ich glaube, ach so, ich spinne. Naja, ich weiß, ich muss sie wieder hier in die Hand nehmen. Leckt mich doch kreuzweise. Ja, und dann nicht sterben oder was? Hier. Na super, das Pferd kaputt gemacht.
Nicht Ärger. Und ich laufe natürlich so naiv, wie ich bin da rein. Geh mal du von meinem Feld runter, du Held. Nicht das Pferd kaputt machen. Dann mache ich über das Pferd kaputt. Viel Pfeile habe ich nicht mehr. Ja, ich bin ein miserabler Schütze. So, hier unten klappert's. Ja, wieso kann ich jetzt hier nicht mehr sneaken? Ich muss mal kurz pausieren, schauen, was da mit der Einstellung nicht stimmt. Pause. Okay, falsche Taste gedrückt. Ich dachte schon. Ja, ich überlege jetzt, ob ich mutig bin. Ey, was ist denn da passiert, Leute? Lasst einmal hier mein Geländer in Ruhe. Ich höre es auf jeden Fall klappern. Da vorne hier. Warte mal. Ich heiz hier nicht aus. Kriege ich jetzt das Skelett oder muss ich das Pferd töten? Ah, das Skelett geht auch. Okay. Ich will dieses Pferd jetzt haben, ja. Du sollst ja auf mich schießen, du Keks. Aber ich höre doch noch eins. Hallo, was soll denn das, Leute? Kommt mich besuchen. Oh, was ist denn das hier? Wow. Wow, das war ein super Helm. Pass mal auf. Du gehst mir jetzt erstmal hierher. Und, wodurch dich in den Stall war. So. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Moment, Sattel runter. Ich hab 29 Level, lass mal meinen Frieden. Habe ich denn übersehen, diese... Ist dem jetzt gefolgt? Wie viele Pfeile habe ich noch? Gar nichts mehr. Aber der Helm ist super. Wisst ihr warum? Oh, Mann, 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 Mann. Ich spiele schon mit meinem Leben, ne? Oh. Der hat nämlich Atmung 2, der Helm. Und den kann man wunderbar dazu benutzen, um unter Wasser abzubauen. Und das ist auch ein Eisenhelm. Also der hält noch ein paar Tage. Jetzt halten mich die Skelette schon wieder hier auf. Mann, Mann, Mann. Aber ich bin ja fast furchtlos. So, jetzt direkt Angriff, komm. Ja. So, klappert hier noch was rum. Jetzt ist mal gut, ne? Außerdem muss ich mal schauen, ob hier... Da vorne liegt noch Zeug. Zeugs. Das nehme ich natürlich mit. Und die XP auch. Bogen, Knochen. Ja, Knochen kann man immer gebrauchen. Ahaha. Haha, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich habe nicht mehr viel Pfeile. Warte mal hier. Bleib mal stehen. Bleib mal ruhig, ruhig, ruhig. Oh, na, du bist der Lustige. Ja, komm. Ja, das Pferd. Das ist mir eigentlich egal, ob das Pferd kaputt geht. War eins habe ich. Das war mein Ziel. Ey, 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 nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Du, zu kurz war, Junge. Komm her, na, du bist ja auch ein wenig kaputt. So. Hast du was fallen lassen, vielleicht was für mich? Ich höre es doch immer noch klappern.
gelingt. Hier hörst du Hauch, oder? Keine Ahnung, wo das Viech jetzt hier rum eiert. Ich höre es doch eindeutig klappern, Mann. Ich finde schon das Skelett hier. Ich brauche hier eh noch ein paar Knochen. Zombie ist ja auch irgendwo eingesperrt. Hier irgendwo ist da eine Höhle drunter oder was? Hab ich hier eine Höhle drunter? Nee. Ja gut, dann. Oder ist er oben? Aber hier kann der nichts spawnen. Hier habe ich ja ausgeleuchtet. Ja, ist egal. Ich gebe mich jetzt zur Mühle. Ich glaube nicht, dass die auf dem Dach stehen. Nö. Da geht mir nichts an. Seht ihr mal, schaut mal hier. Da habe ich ein Schwarzeichenholz gepflanzt. Vor ungefähr 3 Wochen. So lange liegt er jetzt schon da und wächst nicht. Und ich glaube, die Fichtenholzsetzlinge, die habe ich abgebaut. Die waren auch hier irgendwo rumgestanden. Meine Felder. Meine blonden Weizenfelder. Ich hör's doch hier schon wieder klappern und sag, ach, hier oben. Aber du klapperst doch nicht bis darüber, oder? Ey, das magst du mir nicht weiter. Oh, hey, tatsächlich. Hör ich die bis darüber? Boah, das ist ja irre. Ja, von mir rausgebracht hier, der Kollege da. Hier baue ich jetzt mal etwas um. Mal wieder, wo habe ich jetzt die Eisenaxt her? Hat das auch ein Skelett getroppt? Ich habe mir überlegt, ich mache hier das nur an den Fenster. Wo sind meine Zäune jetzt? Ach, komm jetzt, hör auf. Ich mach das sogar ganz anders. Moment. Ich klopf mal die wieder weg. Hier. Ach Mann. Und mach die direkt hier neben den Fenster. So. Als nächstes habe ich mir gedacht, dass ich hier noch ein paar Steine reinmache, einfach für die Optik. Das sieht man dann von unten. Oh, dramatische Musik. Wird er den Holzzaun kaputt machen? Fensterscheiben muss ich noch einsetzen. Na, komm vorbei. Und ich hüpf. Ach, die habe ich noch gar keine Zäune gesetzt. Schau hin. Da war ich wohl faul gewesen. Hier noch. Da habe ich auch noch keine Zäune gesetzt. Da war ich wahrscheinlich ohne Material. Ich springe immer, ne? Und in der Zeit geht mein Rucksack kaputt. Ich muss mir das echt angewöhnen, den Rucksack runterzunehmen.
Ja, das gefällt mir. Wie immer laufe ich wahrscheinlich ganz außen rum, ne? Jawohl. Okay, hier war ich ja gerade. Ich muss schon los essen. Genau, hier war derselbe Fehler. Deswegen klein, oder? Muss ich mal schnell mal was anschauen. Da muss ich mir echt noch mal schnell ins Wasser springen. Komme ich da runter? Nee, natürlich nicht. Du verschwindest auch gleich wieder. Einmal nach unten, nach außen. Wo ist mein Boot? Okay, mal wieder tauchen an den Obstschalen vorbei. Und ja, war die nicht offen beim letzten Mal? Wenn ich mir jetzt den mittleren Stock so anschaue, dann wirkt die recht klein, Mann. Egal, aber so schaut es doch schon viel besser aus, ne? Ah, klein mal screenen hier. Da muss ich echt jetzt mal beobachten, ob die Korallen hier aufgehen. Oder ob die schon immer so ausschauen. Ja, ja, komm. Willst du mit Bauen helfen? Komm mit rein. Wenn du die Leiter hochkommst, kein Problem. Oder geh raus und brenne draußen. So. Vorsichtig. Ja. Okay. Das hätte ich vielleicht noch eins höher bauen können. Aber da ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe, das wieder abzureißen. Ich habe auch schon in meiner Offline-Zeit vor ein paar Tagen habe ich das Dach versucht ein bisschen zu ändern, ein wenig anzupassen. Gefällt mir trotzdem immer noch nicht so richtig. Aber ich möchte jetzt keine 20 Folgen nur mit Windmühlenbau verbringen. Das muss ja irgendwann mal fertig werden. Deswegen ich, wieso habe ich ihn da offen? Ach so, da soll der Balkon hin, gell? Habe ich hier so? Ja, habe ich. Pass auf, da mache ich mal so, so und so. Habe ich jetzt Stufen dabei? Habe ich natürlich nicht. Die Säge ist unten. Der muss raus. Ja, dann muss ich mir schnell mal grob was zusammenstellen. Die sollten reichen. So. Warte mal, das passt doch jetzt auch nicht. Das habe ich jetzt gerade gesehen, das passt doch nicht, oder? Wenn das hier außen rum geht. Ach, schaue ich mal von unten an. Hier kommt nämlich ein kleiner Balkon hin. Da mache ich mir dieselben Geländer hier jetzt wie da oben. Dieses kleine da. Wenn ich jetzt aber hier rausgehe und hier Zäune mache, komme ich ja da nicht rum. Hier muss ich nicht rumkommen. Wie viele Zäune habe ich noch? Wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt... Hier bringe ich nur einen hin. Wenn ich beide hin mache. Schaue ich mir dann mal von unten an. Ich hätte mal ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Für das Mühlenrad. Dann mache ich es halt mit Steinen. Was soll's.
So, jetzt kommt der Kasus Knackus. Da kommen ja meine Flügel übers Dach. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss schnell mal schauen hier. Dann gehe ich hier so nach oben. Und hier. Komm doch mal rüber. Und hier müsste ich es dann ja auch von oben machen, oder? Nee, das wäre eigentlich andersrum. Das wäre dann eigentlich so. Nee, das geht ja nach unten. Das ist die Mitte. Falsch. Also pass auf. Ich muss hier nach oben. Und hier, warte mal, eine Stufe nach oben. Da komme ich aber ziemlich hoch, ne? Mit meiner Mühle. Das ist auf jeden Fall falsch, das weiß ich. Ich mache es jetzt mal so mit Hilfsblock. Und gehe so daran. Genau, weil dann kann ich nämlich hier oben den Block draufsetzen und hier unten kommt dann der Block nach unten. So passt es. Damit ihr euch vorstellen könnt, was ich jetzt gerade meine. Also hier habe ich jetzt, komm her. Hier kommen quasi jetzt so, ja, wie viel mache ich denn? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sollten reichen, das ist natürlich schon ziemlich breit, ne? Muss ich wahrscheinlich mal runter. Wobei, so breit ist es gar nicht. Ne? Doch, das ist schon 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mal zu breit. Ich glaube, ich mache eins weg. Ich mache hier oben mal die beiden weg. Dann hätte ich hier eine Stufe. Warte mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich fange nochmal an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss ich mal anschauen. Vor allem gehe ich jetzt schnell mal hier rein und würde versuchen, wenn ich jetzt da springe, falle ich runter, gell? Schwierig, wenn man keinen Fly-Modus hat und noch schwieriger, wenn man nichts sieht. Jawohl, ihr wisst ja, ne? Einmal pro Folge muss ich was falsch setzen. 2, 3, out of Holz und kein Eichenholz dabei, doch habe ich dabei. Immer eine Werkbank natürlich am Mann. Eins, zwei, drei. Ich denke, hier werde ich improvisieren müssen. Habe ich mir schon gedacht. Ach, Junge, Junge. So, wegen Hintergrundmusik wäre nicht schlecht, ne? Aber ich habe immer hier diese Dramatic Music. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Geht nicht. So, jetzt gehen wir mal nach unten. Schauen Sie es mal von unten an. Den Spaß. Ist natürlich so der Part, der immer ein bisschen nervt. Und Regen, jawohl. So, das ist offen, das ist offen, das ist offen, das ist zu. Das steht natürlich total super. Muss ich mal kurz hier einen Block setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Könnte ich eigentlich lassen, ne? Weil ich probiere es mal noch mit einem höher. Bleib unter Wasser, da schaut der Regen nicht so schlimm aus. Sips. Ich muss hier wieder was essen. Okay. Machen wir's halt. Ich gehe jetzt erstmal halt noch eins höher. Ganz nach oben und da werde ich diesen einen Flügel springen. So, 1 2 3 4 5 6, ich mache noch eins höher, so 7, und hätte ich gleich Wolle mitnehmen können, aber die Wolle will ich jetzt erstmal gar nicht so verbrauchen, da ich irgendwann zeitnah hier entweder auf dieser Insel da oder hier neben dem Handelshaus meine Statue errichten möchte. Was nehme ich denn hier für Zäune eigentlich? Ich denke, Eichenholzzäune habe ich genug. Lass mich mal hier drunter. Oh, da darf ich aber ganz schön weit rüber. So. So. Ja, pass auf. So, machen wir das genau. Das Einzige, wo ich jetzt natürlich nicht bedacht habe, wenn ich habe so eine Wassermühle, hatte ich schon gebaut, aber eine Windmühle, liegt der Mühlstein. Der Mühlstein ist ja dann in dem Moment waagrecht und nicht senkrecht. Senkrecht schaffe ich es ja immer, ein bisschen was zu bauen, aber jetzt hier den Mühlstein waagrecht, da wird schwierig, aber schauen wir mal. So, lass mich mal gucken, wenn ich jetzt hier, wo mache ich denn eigentlich meine Wolle? Die kommt ja oben, dann hätte ich theoretisch noch eins hier, weil ich muss ja aufpassen, da ja hier quasi der Flügel nach unten geht, kommt dann wahrscheinlich hier Wolle. Dann höre ich mal auf mit dem Zaun hier. Schau, vorhin habe ich mich beschwert über den Rucksack, weil ich ihn anhabe, aber ich glaube, der hat mir echt den Arsch gerettet bei den Skeletten. Aber warte mal, ich könnte eigentlich gleich hier nach oben gehen, oder? Das mache ich jetzt gleich. Ich beende jetzt mal die Folge hier. Wir sind eh schon wieder voll. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten. Bis gleich.